Servus Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Mit dabei sind immer noch Schmackes und Hedy. Richtig. Hallöchen. Die letzte Aufnahme ist ewig her. Ich weiß nicht mehr, was wir getan haben. Ich kenne die Steuerung nicht mehr. Ja. Das ist doch eine gute Voraussetzung. nein. Hör auf. Ging dieses... Nein. This way. Ja. Wolle hier lang, komm this way. Nein. Oh, ja, da ist die Karte. Ja, die Karte will ich aber nicht. Ja. Och man. Was? Follow me. Okay. Not the map, ja. Was macht der Wulle denn da? Ich will das Menü öffnen, wie ging das noch schnell? Viereck? Ich habe jetzt jeden Knopf gedrückt. Nee, der letzte Knopf, den ich nicht gedrückt habe, X. Ach du Scheiße, stimmt ja, da war ja was. Und da sieht man's. Stimmt, da war ja was, ich spiele ja auf Hard. Stimmt, die Zero-Steuerung. Ach, vergessen. Stimmt, der Wulle muss knüppeln. Oi. Da ich jetzt sowas von aus der Steuerung draußen bin, werde ich bestimmt verrecken. Schade, das war's dann mit NoDev. Ja, endlich hier. Aber ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe. Wo ist es? Oh, das geht auch geil. Wir wollen den Wolle schwitzen sehen. Hä? Nein! Oh Gott, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Wie habe ich das gerade? Stimmt, ich habe den Typ den Granatenwerfer weggenommen. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo du warst und wo du reden musst. Wo ich war, ich habe den Schlüssel genommen, aber ich weiß nichts mehr von der Steuerung. Gar nichts mehr. Also 1000 Füßler hat er doch besiegt. Ach so. Der Wolf eskalierte durchs Menü. Ja, ich wollte eigentlich was gucken, aber irgendwie finde ich es gerade nicht. Wo das Self-State-Button ist. Du weißt aber schon, dass es in diesem Spiel keine Self-States gibt. Ja. Das ist nur so lustig zu erwähnen. Hoffentlich macht der Bill jetzt nicht auch noch so einen Tänzchen wieder mir. Ja, das mag ich. Macht er so einen Freudentanz. Weil der Controller eskaliert ist. Du. Dachte, was macht der da, ey? Da ist der Chris im Kreis getanzt. Der Wolf. Ah, wie ging das noch schnell? Wo will er hin? War da davor. Ja, ich habe absolut keinen Plan mehr, wie das ging. Ich will nämlich was zeigen, aber ich kann es nicht zeigen, weil ich nicht mehr weiß, wie es ging. Ja. Ich sitze 3 Minuten hier und bin am Überlegen. Da rattert das Uhrwerk. Rattert es? Ja, dein Kopf. Ja, verdammt, es rattert wieder. Verdammt. Egal, Schmackes, guck du nach, wie es ging. Was denn? Klamottenwechsel. Jetzt habe ich es gespoilert. Ach, Junge, du musst auf deinen Koffer gehen, ne? Auf meinen Koffer? Nicht set. Ja, da gibt's noch was anderes. Was da? Und da sieht man's, ja. Ach so, gut, jetzt kann ich's demonstrieren. Oh Mann, ich depp. Und das? Also einmal das klassische Kostüm von Rebecca. Dann das von 1997. Das sieht gut aus. Die werde ich jetzt einmal zeigen. Das sieht irgendwie aus wie so eine Draufgängerbraut. Mit so einer komischen Radlerhose. Wie so eine Japano-Schlappe. Dann haben wir... Hat er nicht gedruckt. Haben wir das da. Ja, Junge! Das Outfit gefällt dem Wolle. Ich hab's mir extra geholt, damit ich's zeigen kann, weil ich denke, dass das im Let's Play auch gezeigt werden soll. Ja, das. Da ist Schleichwerbung drauf.
Das hier ist mein Favorit. Sexy Cheerleaderin. Der Wolf denkt, das ist hier alles Spaß hier bei Resident. Das ist ein Let's Play, das muss Spaß sein. Der kann hier machen, was er will, der Wolf. Ja, kann ich ja nicht mehr monetarisieren, als ob ich das jemals machen würde. Gleich kommt Leder. Siehst du, Billy, das gefällt ihm. Hast du gesehen, jetzt steht er anders da. Aber irgendwie gefällt mir das Outfit nicht so. Obwohl, du musste Leder hier. Jetzt rastet die Billy. Nee, Leder ist auch nicht so das Wahre. Ja. Loch. Bam, bam, bam. Da hebt er sein... Hat er gerade gewinkt? Nein, weil du da... Der langweilt sich, ey. Der Wunde macht nur Käse. Jetzt wird's zu Toho Evo. Ja, anders. Wie schnucklig sie doch ist. Aber mal im Ernst, ihr klassisches Outfit gefällt mir am besten. Was ist denn das für ein 87 Outfit, 97? Ja, von der Director. Ach so. Übrigens, Billy hat auch Klamotten. So ein Gangster-Boss. Der Wolf-Force, weißt du? Der Wolf-Force. Da haben wir einmal den Gangster-Boss. Ja, mich interessiert der Wolf-Force. Ja, dann zeige ich das zum Schluss. Dann haben wir einmal hier Gefangener. Bananas so, und Pyjamas. Sieht so bescheuert aus. Und haben wir Hedys Klassiker. Hedys Favorit hier. Der Wolf-Force. Ja, das noch die Übel. Nee. Ich dachte mir, ich zeig das mal. Ich hab's mir deswegen extra geholt, damit ich's zeigen kann. Das sah doch aus wie ein Wolf-Force. Das hier fällt mir. Ja, wir wollen Action jetzt hier. Ja. Der Wolf muss knüppeln. Ich muss vor allem überlegen. Ja. Da unten muss ich nicht rein. Okay, zuerst das und dann X. So war das. Da unten gibt es Präsent. Moment. Da gibt es Schmankerl. Moment. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, dass das was... Moment. Was macht sie, Junge? Ich... Ach, scheiß doch auf die Überlegung. Ich würde es einfach... Ich werde einfach radikal tun. Hoppla. You stay here. Okay. Ich versuch's einfach mal. Ach du Scheiße. Jetzt ist er Wahnsinn. Ich weiß sehr wohl, was da ist. Ich bin nicht... Gepferzt. Ich weiß, was mich hier erwartet. Hier kam die erste üble Begegnung. Ich habe ihm ehrlich zu sein schon Schiss vor der Musik. Scheiße, ich habe das andere draußen gelassen. Was macht sie, Junge? Ja, ich weiß, das hier muss man eigentlich nicht machen. Oder besser gesagt, es ist sogar klüger, das nicht einzusammeln alles. Ja, nimm doch mit hier, der Benzin. Moment. Ich bin nicht umsonst vorsichtig, ich weiß, was jetzt kommt. Hier kam mein erster wirklicher Horrormoment. So, egal, rennen. Leck mich am Arsch, du Mistviech. Solange die Morph war, so, bleibt, kann man noch und Kleider. Jetzt war ich am Überlegen. Ich glaube, jetzt kommt auch einer. Nein. Oh gut. Perfekt, weil ich weiß, dass da auch einer kommt. Ich war nur am Überlegen, ob er jetzt schon kommt oder später erst. Okay. War schon mal perfekt. Der Wulle muss testen. Moment, das wäre nicht schlecht, wenn ich sowas mithabe. Billy. Ich muss überlegen.
Und vor allem hören, ob meine Windturbine angeht. Nur wenn der Skill kommt. Wo ging's denn noch schnell lang? Ich weiß es Feuerschlüssel. Gar nicht. Das weiß ich auch, aber... Moment, da hinten muss ich noch nicht rein, das weiß ich. Da links oben kann ich rein. Und ich glaube, da rechts oben kann ich rein. Die ganz rechte Tür da ist, glaube ich, eine Wasserschlüsseltür. Und da komme ich sowieso nicht weiter. Der Wolle muss nachgucken. Ach nee, Moment. Stimmt, die Tür, den Raum, den ich im Kopf habe, das ist der linke Raum da, wo wir schon drin waren. Was war denn dann da im rechten? Follow me. Ja. Gucken. War das die Tür? Ja. I'll go. Ja. Ja. I'll go. Ich gehe ohne. Ah. Das war die Tür. Achso. Ich dachte, die Tür wäre woanders, aber das. Und das. Bringt mir gerade nichts. Bin ich hier oben richtig? Ja, das heißt, ich muss nach links, dann da durch und dann da links rein. Nee, Moment, der Raum kommt mir bekannt vor. Ich glaube, der ist scheiße. Ich glaube, der ist scheiße. Und was da unten ist, da ganz unten, das weiß ich sowieso, dass das scheiße ist. Wir wollen das alles sehen, wir kennen das gar nicht. Habe ich den auf Angriff? Ja, habe ich. Gleich muss ich den Wolf durchmessern. Werde ich wahrscheinlich eh müssen. Hallo. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Spiegel? Wo? Ne, ich dachte gerade, dass ich Rebekkas Spiegelbild da hinten gesehen habe, aber es ist irgendwie so ein letztes Abendmahl oder so. Was? Oder war das Billys Waffe, die ich da gesehen habe? Ja, was ist mit der Wolle? Oh, mein PC geht ab, scheiße. Ich habe ihn gehört, verdammt. Rebecca! Billy? Wenn die Zombies kommen, dann geht die Turbine an. Man hört ihn, oder? Nein! Nö. Wow, das ist echt ätzend. Ich finde es knusprig. Moment. Jetzt musste der was mal geben in Dark Souls und wie heißt das jetzt? Assassin's Creed ist ja dreimal lauter. Ja! Was glaubst du, warum ich auch zögere wegen Dark Souls? Ich hätte es ja schon lange gemacht, aber mit so einem will ich einfach nicht. Ja, da musst du wohl lauter brüllen als der PC. Lauter röhren. Ich habe eh schon den System-Sound auf 50%. Also hier diesen. Den Spielesound habe ich eh schon auf 50%. Eigentlich habe ich den Spielesound immer nur auf 10. Da wird gerührt, Bad Wolf. Ja, das verhaut das ganze Let's Play nur wegen diesen bescheuerten Lüfter. Ach. Der Wolle ist zu heiß. Ist schon lustig. Mann, das ist nicht schnell. eigentlich solltest du es schieben, du Depp. Hön. Der Wolf will ein Autorennen veranstalten. Mach dich nicht über mich lustig, das ist total störend. Also nicht das lustig machen, aber das mit dem. Das mit dem PC. Nur weil mein Lüfter kaputt ist.
Hallo. Ey, du passt da locker durch. Da ist der Bild so breit. Ist das ein Bug? Nein, endlich. Na. Da hat der Pixel noch gefehlt. Nein. Steig darauf. Du, Rebecca, bitte steh jetzt nicht im Weg. Wir gehen jetzt noch schnell. Einfach so. Ich habe gerade irgendwie was anderes im Kopf. Es ist viel zu dunkel hier. Ja, dann zünd ein paar Kerzen an. Was soll man Licht dann machen? So Lichtschalter, das war's, glaube ich. Da leuchtet es. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich Kerzen anzünden muss. Das war aber, glaube ich, im anderen. Das war in der Remake. Das war eine andere Spiel. Hier scheint etwas zu sein. Machen wir gleich. Im Remake müsste man jetzt zur Box latschen. Das Remake werde ich auch noch machen. Auf hart. Ja, natürlich auf hart. Wo wäre denn da der Unterschied, wenn ich es aufs Normal zocken würde? Hm. Jetzt hat sich mein PC wieder beruhigt. Es ist immer so stellenweise, so. Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich völlig unfähige Auszubildende, die alle Mega Man Zero gemacht haben, laut Final. Wo findet die totale bloß diese Idioten? Hat er ja gesagt, im Stream. Allerdings sind diesmal 2 gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Realität zwischen den beiden, Rivalität zwischen den beiden fördere. Die Realität, genau. Was ist das? Das sind bestimmt so Zocker. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hat der Leiter Marcus bislang nur Interesse an seinen Forschungen. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Ja, der gute Albert. So falsch. Die Schlawiner. Hier muss noch was sein. Ich drücke die ganze Zeit das Falsche. Ich bin zu unfähig. Und zum Glück ist es nicht so wie in Mega Man 7, wo ich einfach irgendwann am Ende nur mehr am Boden liege und sage, ich bin so ein unfähiges Stück Scheiße. Computer? Achso, es ist der Teppich oder was das war? Hä? Bin ich blöd? Und wo war doch hier noch was? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, wie ging das noch schnell? Ich sag logisch, es ist äußerst gut bearbeitet, aber so alt, dass er sicher kaputt gehen würde, wenn ich ihn drehe. Ich finde diese Kameraschwenks immer noch ziemlich geil. Das haben sie gut gemacht im Remake. Das stimmt. Es hat so richtig so einen Horror-Effekt. Muss doch noch irgendwo was sein. Ja, das Spiel ist knusprig. Das Spiel ist sogar mehr als geil. Und wenn ich das sage als ein Nicht-Horror-Spieler, dann heißt das was. Ja, das ist noch der gute alte Riesen. Oh ja. Wenn ich bei 6 schon gucke, dann wird mir schlecht. Da warte ich auch auf der Let's Play von Geschmack. Schön Teil 6. Billy, vielleicht bist du einfach nur unfähig. Lass mal Rebecca suchen. Schmackes!
Oh, hübscher. Das manche Kampagnen sind kacke. Hallo Schmacki. Guck mal. Hey, Hedy. Wie geht's dir so, Kumpel? Jetzt hört man auf, mit meinen Gästen zu flirten hier. Jetzt macht der Wolf. Jetzt rastet er komplett. Nee, du musst doch zugeben, dass Rebecca schnucklig aussieht, ne? Aber die ist genauso. Hallo, Rebecca, finde was. Die hat heute schon den Tywin erschossen. Im Gegensatz zu Schmack. Hat er bloß noch 5 Kugeln? Ja, ist so. Moment, wenn der Raum blau ist, liegt hier noch irgendwo was. Dann bist du in dem Raum. Lag da am Boden was? Da? Ein Teppich. Ich glaube, abgelegt hast du nichts, oder? Nein, habe ich auch nicht. Hier muss irgendwo was sein. Aha. Ist so. Vielleicht sehe ich jetzt besser. Mit dem Dritten. Ich verstehe es, um ehrlich zu sein, gerade nicht, weil irgendwie muss da noch was sein. Moment, den Elchkopf hast du untersucht. Ja. Jetzt passt er nicht rein. Dann hast du was vertauscht. Und dann passt das rein. Das heißt, die müsste tatsächlich mal so rumliegen. Aber wo? Ich habe alles jetzt angelabert. Wie man hört, drückt. Was suchte Wolle? Ja, der Raum ist blau, das heißt, hier müsste eigentlich noch irgendwo was sein. Hast du denn... Wo bist du denn da? Ja, in diesem Raum, so, wo man den Zeiger von der Uhr genommen hat. Ja, den hast du ja. Ja. Da haben wir nicht der Faceball, Moment kommt. Ja. Was willst du denn da jetzt noch? Gucken, ob hier noch was ist, weil wenn der Raum blau ist, sollte noch was... Dann geh doch aus dem Raum und guck, ob er blau bleibt. Billy. Ja, du bist auf Team. Das muss ich in separat steuern, so. Wisst ihr was? Beim nächsten Mal gehen wir aus diesem Raum raus, weil ich bin schon auf fast 23 Minuten. Yay! Yay, aus einem Raum. Nein, verdammt! Wolf geht aus einem Raum hinaus. So. Das ist der Halt. Du stellst dich hin. Na, oh Mann, ich will doch nur inständig verabschieden, so. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder in Resident Evil Zero. Fett euch. Hey. Tschüss.